Auf geht's in ein neues Abenteuer hier bei Wario Land. Seid ihr bereit? Ich bin's auf jeden Fall. Du auch, Wario, bist du auch bereit? Ja, na klar, ich will mein Geld, ich will meine Kohle. Ja, jetzt halt mal den Ball flach. Wir werden auf jeden Fall gut viel Geld kriegen, aber reicht sich mal ein bisschen zusammen. Ja, 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 mach ich schon. Los, wo ich weiter geht's. Ich will Geld sehen, ich will Geld sehen. Ja, ja, da sind wir doch schon. Ja. Wir sind jetzt in der dritten Welt angekommen, wisst ihr ja auch schon. Oh, und guck mal, da ist der nächste Schatz. Oh, yeah. Ja, hier finden wir ganz schnell die ganzen Schätze. Die sind jetzt auch nicht schwer versteckt. Aber ich glaube, die nächsten Welten werden ein bisschen fieser werden. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, ich muss, glaube ich, den Schlüssel... Der ist ziemlich weit oben auf jeden Fall. Ich muss dann auch noch auf jeden Fall... Ja, jetzt doch, ich erinnere mich. Der Schlüssel ist kurz vorm Ende. Da musst du den ganzen Weg, glaube ich, wieder zurücklaufen, damit du halt den Schlüssel dann einsetzen kannst. Oh, warte mal, den nehme ich mit. Den Jetpack nehme ich auf jeden Fall mit. Weg da, du komischer Igel. Ach, verdammter Mist. Ich glaube, das war jetzt wichtig. Jetzt bin ich verarscht worden. Ich glaube, da unten war sogar der Schlüssel, oder? Mal. Jawohl. Da müsste der Schlüssel gewesen sein. Oder war der echt am Ende? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe auch keine Möglichkeit, wirklich mit dem Jet-Wario halt Arschbomben zu machen. Jawohl. Gut. Jetzt wieder zurück. Toll. Jupp. Oh, Wario ist leider zu fett, um richtig rüber zu springen. Muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja wirklich nur der Zwischen-Save-Point. Naja, gut. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, damit man halt auf jeden Fall safe ist. Boom. Schön mit deinem Arsch da reingebettelt. So. Weg da. Brauche ich nicht. Arschbombe. Boom. Schön mit dem Hinterbacken darauf. Das Lustige ist ja auch halt, Wario hat ja, ihr wisst ja, dass Wario halt auch bei Smash Bros. Mit dabei ist. Und, ja, Sakurai hat sich hier aus Wario Land auf jeden Fall viele seiner Moves halt rausgeguckt. Boah, Mann, ey. Hör doch mal auf jetzt hier, du komischer Typi hier. Moment mal, ich hab den Schlüssel vergessen. War der nicht sogar, wo ich muss doch gar nicht... Ah, warte mal, ich weiß was. Hahaha, ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel war. Moment. Ich muss nochmal zurück. Weil ich glaube, ich darf diesen Schalter nicht aktivieren. Gucken wir mal ganz schnell. Dum, 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 dum. Ein paar Münzen einsammeln, das kann nicht fehlen. Das darf auch nicht fehlen. So. Zack. Zack, 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 zack. Ach nee, warte mal. Ah, ich weiß was. Okay, ich habe was vergessen. Mist. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar muss ich nämlich den Jetpack, den muss ich mitnehmen. Oder war das nicht so? Ich glaube, ich muss den Jetpack mitnehmen und dann zurückfliegen. Ja, okay. Da muss ich in die Welt normal reingehen. Weil ich muss den Jetpack, damit ich da rüberfliegen kann. Und dann müsste der nämlich auch sein. Ja, scheiße. Eigentlich ist total verpasst. Na gut, dann muss ich das jetzt nochmal machen. Ist ja kein Problem jetzt. So. Ja gut, der erste Schatz, der mir halt durch die Lappen geht. Na gut, passiert. Man hat so viel Zeit für die Level, das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, die sind doch nicht lang oder die sind doch nicht groß und so weiter. Man kann einfach nur durchlaufen und dann hat man schon alles. Mist. Echt vergessen, dass man hier nochmal rein muss, dass man den Dings braucht. Dann renne ich mal schnell doch mal nochmal durch, das ganze Ding. Warum hast du meinen Schatz vergessen? Bist du denn bescheuert, du Idiot? Ich wollte meinen Schatz haben. Ja, ja, ist ja gut, Wario. Geh mal halt nochmal rein. Oder gehe ich nochmal rein? Ich könnte eigentlich jetzt den normalen Weg gehen hier. Ach komm, wir machen es normal. Wario will ja seinen Schatz haben. Den Schatz braucht er wirklich.
So, das war jetzt... Da muss ich zurückfliegen. Und dann ist da, glaube ich, sogar auch der Schatz dann, oder? Ja, irgendwie war das so, glaube ich. Ach, warte mal, halt! Ich habe gerade eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Ja, hier war halt noch der Schlüssel. Wusste ich's doch. Ja, ja. Mich kann man nicht täuschen. Hier oben war nämlich der Schatz. Der Schlüssel. Der war hier drinnen. Und dann kann ich die Welt einfach abschließen. So war das ganze Ding gewesen. Ja, ja. Aus dem Weg da, du komische Ente. Da ist nämlich der Schlüssel. Oh! Knapp. So, jetzt müsste hier irgendwo der Schlüssel sein. Hoffe ich mal. Wow. Hier echt der... Ja, da ist er. So, und jetzt können wir uns nämlich den Schlüssel holen. Keine Sorge, Leute, der Schlüssel bleibt auf jeden Fall da, wo er ist. Jetzt kann ich mir den holen und dann habe ich die Welt auf jeden Fall geschafft. Seht ihr, jetzt sind hier die ganzen Gegner raus. Wow. Würdest du bitte damit warten, bis ich oben bin? Blöder, komischer Typi. Was bist du überhaupt? Bist du Bomberman in hässlich? Keine Ahnung. So, das war's. Wir haben den Schlüssel gleich. Juhu. Das hätte jetzt böse weh getan. Ich hätte mir das doch noch holen können. Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Na okay, ja gut, die Zeit war ein bisschen knapp gewesen noch. Jetzt können wir einfach durchlaufen, den Schatz holen. Wario ist dann glücklich, dass er seinen Schatz hat. Und dann geht's ab. So, Wario, bist du zufrieden? Jetzt holst du dir dein kleines Schätzlein. Und dann gehen wir hier raus. Eine Wunderlampe! Jawohl, Freunde, eine schöne Wunderlampe. Aber da ist leider kein Genie drin. Ich habe einen Schatz sogar vergessen und ich weiß auch, welcher das ist. Der war nämlich da oben noch gewesen. So, jetzt können wir hier einfach raus. Wir haben ja alles. Können wir einfach rausgehen. Jetzt hätte ich noch die anderen Sachen natürlich noch behalten können, aber nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich gehe mal ganz kurz mal in die zweite Welt mal rein, weil die dritte Welt ist nämlich fast durch. Und wir haben die zweite Welt noch gar nicht irgendwas gemacht. So, Mount Teapot. Es geht weiter mal Mount Teapot. Ja, guck mal, das ist hier Kurs Nummer 8. Und wir haben die andere Welt schon gemacht, Kurs 13 und so weiter. Ist es eigentlich wirklich die dritte Welt? Oder ist es die vierte Welt? Keine Ahnung. So, hier mal schon durchlaufen. Du blöder Vogel, lass mich in Ruhe. Ah ja, ich muss ja hier lang. Entschuldigung, habe ich vergessen. So, zack, einfach hier durchspringen. Jetzt ganz nach oben. Wir müssen ja jetzt nicht mehr den Geheimweg müssen wir jetzt nicht mehr gehen. Oh! Ey, damit bin ich damals so oft gestorben durch so eine scheiß Bomben. Ich muss da höllisch aufpassen, nicht, dass ich irgendwie da explodiere und dann. Ah ja. Jetpack nehme ich auf jeden Fall mit. Das Geld können wir auch einlegen. Zack, 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 zack. Nee, und, aber was soll ich erzählen? Ach ja, Wario. Wario finde ich sowieso ziemlich cool. Er ist eine coole Sau auf jeden Fall. Aber ich finde halt irgendwie Waluigi irgendwie cooler. Und wenn man bedenkt, dass ja Wario eigentlich nur ein alter Schulkamerad von Mario sein soll und so weiter, der ihm aber irgendwie immer irgendwie als Leder will oder sonst irgendwas, finde ich das schon ein bisschen komisch, dass er halt mit ihm Autorennen fährt, Mario, also Partyspiele spielt und so weiter. Er ist ja genauso wie bei Bowser. Mario und Bowser hassen sich seit Jahren und die beiden fahren trotzdem zusammen Autorennen und so weiter. Das finde ich ja cool. Es gibt ja viele Leute, die halt zum Beispiel so eine Sprites machen. Und die verarschen ja das dann zum Beispiel. Da siehst du halt Mario irgendwas machen und Bowser stirbt dann halt durch halt die Aktion von Mario. Oder er stirbt ja nicht wirklich, er wird besiegt. Und er sagt so, actually, we going Go-Kart together. Das ist auch so eine geile Sache einfach. Es macht so Spaß einfach gerade so diesen alten Klassiker zu spielen. Wirklich, so diese alten Gameboy-Spiele von damals. Ich habe ja auch da, ich muss ja sagen, ich hatte damals nicht so viele Gameboy-Spiele. Ich hatte halt die Schlümpfe, ich hatte halt
Mario hatte ich, Super Mario Land 2 hatte ich gehabt. Super Mario Land hatte ich auch gehabt. Batman hatte ich. War ich auch sehr stolzer Besitzer. Und sogar Kevin allein. Kevin allein in New York hatte ich auch gehabt. Aber das war voll schlechtes Spiel. Das war übelst. Die waren übelst schlecht gewesen, die Kevin allein zu Hause Spiele. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Damn. So. Jetzt mache ich erstmal Mount Teapot fertig. Dass ich hier noch die nächsten beiden Schätze holen kann. Und ihr werdet sehen, es gibt einen Schatz, der übelst fies ist. Und da habe ich mich. Den habe ich damals niemals gefunden. Jetzt weiß ich halt, wo der ist. Ich könnte am liebsten sofort meinen alten Spielstand anmachen und den sofort holen. Weil der ist echt einfach nur mega gemein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt an den Schatz schon komme. Nee, glaube ich noch nicht. Ich muss erst dafür sorgen, dass sich die Welt wieder verändert. Ah, dieses... Nein, das wollte ich gar nicht! Lass mich in Ruhe, du blödes Mistviech. So, den wollte ich eigentlich von hinten killen und den anderen wollte ich von vorne killen. Mann! Dieses blöde Seepferdchen. Was sagt hier hoch? Hä? Er war doch schon längst tot. Na toll, jetzt sind wir Mini-Wario und wir sehen irgendwie aus wie Mr. T. Oder? Mit dem Afro? Wario ist in Wirklichkeit Mr. T. Aber die Welt ist echt cool gemacht. Muss schon echt sagen, mit den Wasserfällen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier wirklich nur die alte Farbenpracht hier euch zeigen kann. Weil ich habe es nicht hingekriegt, dass man irgendwie eine Farbe hat bei dem GBA-Emulator. Ah, nee, brauche ich nicht. Ich glaube, das reicht so. Zack, da ist wieder mal ein bisschen Leben drin. Wir haben bald 14 Leben. Oh, noch ein bisschen mehr Geld. Geld regiert die Welt. Jetzt fange ich schon irgendwie Wario zu quatschen. Ja, du wirst immer mehr zu mir. Wario, sei ruhig. Nein, ich bin nicht ruhig. Lass mich nicht den Mund verbieten. Von dir sowieso nicht. Oh Mann, ey. Die Zuschauer müssen denken, Alter, hast du Komplexe. Dass du mit einer Videospielfigur redest. Nein, der hat sich umgedreht, der mit seiner fetten Wampe. Ah, jawohl. So, und jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, wo ich damals den Schatz nie gefunden habe. Nämlich da oben. Ja, genau hier. Hier ist ein Geheimgang. Ui, ui, ui. Oh, das war ziemlich viel Geld. Seht ihr hier? Da ist der Schatz. Der Schatz, der mir immer gefehlt hat. Den habe ich niemals gefunden. Ist das gemein? Jawohl. Ich habe mich immer gefragt, so, okay, wo könnte das jetzt sein und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur hier. Das war der letzte Schatz, der mir immer gefehlt hat. So, den wir jetzt holen werden. Zack, nehme ich die Harfe, liebe Freunde. Die Harfe hat mir immer gefehlt. Ah, jetzt habe ich sie endlich. Tada! Die Harfe. Ja doch, es ist auf jeden Fall. Die Schneewelt ist die Welt Nummer 3, weil sonst würde es ja mit den Schätzen nicht hinkommen. Wirklich, ey, darüber rege ich mich heute noch auf. Dass ich diesen Schatz nie gefunden habe. Obwohl er so einfach ist. Ey, eine Bombe, eine Bombe, eine Bombe! Ah. Eine blöde Bombe, ey. Super, jetzt habe ich meinen Hasen verloren. Aber ich bin wieder groß. Mario ist wieder der Große. Und hat 150 Gold. Geil. Wir haben wieder Geld, das ist so schön. Tralalalalalala. Ich liebe Geld, jawohl. Dum, 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 dum. So, auf zur nächsten Welt. Das Level Nummer 10. Na, lieber nicht gegen den Angreifer. Wario, warum springst du denn nicht? Du hättest springen müssen. Aber mal ganz ehrlich, Wario ist doch irgendwie voll süß als kleiner Junge, oder? Naja, wann hat man das letzte Mal Wario, glaube ich, klein gesehen? War das nicht sogar in New Yoshi's Island? Nee, Yoshi's Island DX? Nee.
Oh, wie hieß denn das? Yoshi's Island DS. Ja, das war das gewesen. Da war ja Wario auch als kleiner Junge mit dabei und hat überall die Magneten gehabt. Damit er halt, ja, Geld holen konnte. Das sind hier... Sind das Korallen? Ja, das sind Korallen. Nein, ich bin getroffen worden. Oh, wie fies. Wow. Alter, wie viele Gegner hier auf einmal kommen. So, zack. Jawohl. Eine Fähigkeit, die ich immer gerne einsetze. Wo ich nicht durchkomme. Ich will an das Geld. Da war Geld, was mir gefällt. Auch was in dieses blöde... Dieses blöde Seepferdchen. Oh ja, da ist wieder der Feueratem. Den setze ich gerne ein. Und jetzt bin ich wieder Feuer-Wario. Oder auch Drachen-Wario genannt. So, weg da. Ich verbrutzel dich. Nee, da kommt nicht ran. Oh, warte mal, da kommt. Würde ich vielleicht rankommen? Warte mal, ich gucke mal kurz mal hier rein. Ah. So. Einmal bitte Geld reinwerfen. Wählen Sie bitte einmal bitte Ihre Möglichkeiten aus. Oh, Geld. Nein, 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 nein. Das ist mir damals. Da, an die Stelle kann ich mich erinnern. Da bin ich damals auch sehr oft runtergefallen. Da habe ich keine Lust, lang zu laufen. Das Geld ist gerettet worden. Keine Sorge, Freunde. Das Geld ist in Sicherheit. Jetzt gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was hier auf mich war. Ach so, warte mal. Haha, halt, halt, halt. Ich will doch den Weg des Geldes nehmen. Ich bin ja sowas von geldgeil, Freunde. Ach, so viel Geld. Die Musik ist gerade ein bisschen eintönig, aber... Ja, weil sie irgendwie jetzt... Ich weiß gar nicht, was es jetzt präsentieren soll, warum jetzt die Musik so traurig ist. So, du tot! Und du weg. Einfach mal. Hm, das kann gut gebrauchen. Ich will mal ein bisschen mehr Herzen für Wario. Und er hat, sein Mund hat nicht mehr gestunken, deswegen braucht er gerade ein bisschen Knoblauch. Ja, das war doch eigentlich gerade ein, war das nicht gerade ein Krebs, der trotzdem irgendwie gestorben ist? Ah, ich komme da nicht ran, weil das unter Wasser ist. Eigentlich könnte ich mich da richtig schön reinfallen lassen, aber... Ich glaube, hier war sogar... Irgendwo hier das Drachending. Nee. Nee, schade, ich glaube, da war sogar irgendwas. Geh mir aus dem Weg, du komischer Vogel. Und tschüss. Tot ist er. Nein! Oh, ich Idiot. Was mache ich da für eine Scheiße? Warum? Weißt du, ich dachte gerade, er bleibt da genau darüber schweben, dass ich halt da rüber kann. Aber nein. Oh, ich Trottel, ey. Ach, Mann, ich bin auch so doof. Ui, der Vogel. Oh, ich hätte gerne jetzt irgendwie mein Jetpack. Natürlich, genau auf den drüben draufgefallen. Supi, geil, danke. Ich habe schon wieder ein Leben verloren. Das war jetzt das erste Mal, dass ich gestorben bin, oder? War das das erste Mal? Wow. Weg da, ihr Mistviecher. Ah, Leben wieder dazugekommen. Sehr gut. Und wir sind wieder der große Wario. Ja, so lieben wir doch unseren Wario. Einfach mit seinem... Ach, da leck mich doch am Arsch. So, jetzt die Chili nochmal. Zack. Jetzt schön hier langlaufen und wir waren am Ende schon. Oh, Mann. Cool, wir kriegen eine Münze. Mit einer Münze verlassen wir die Stage. Geil. Und guck mal, wie schnell Wario jetzt schon ist. Weil er weiß, er hat mehr Geld auf seinem Konto. Und wir kriegen jetzt eine Münze dazu. Was soll ich mit einer Münze? Dum, dum, dim, dum, dum. Du, 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 du. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir beenden den Part heute wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Wario Land. Mario Land auf jeden Fall. Und das Spiel ist wirklich nicht mehr lange. Es fehlt nur noch ein bisschen was. Und dann haben wir das komplett aufgenommen.
Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen wieder. Bis zum nächsten Part von Wario Land. Super Mario Land 3. Ciao, Freunde. Tschüss. Haut rein.